Servus, endlich mal wieder Retro Inferno. Da habe ich echt Bock drauf. Und ich habe was ausgegraben, was ich tatsächlich heute, hier und jetzt, das allererste Mal spiele. Ich habe es noch nie in der Konsole gehabt. Na okay, in der Konsole steckt schon etwas länger, aber ich habe es noch nie gespielt. Es geht heute, wie im Titel, um die Turtles. Wir haben schon mal ein Turtles-Spiel gespielt auf dem NES. Fand ich ein super geiles Spiel. Und ich glaube, ich habe damals eine Frage gestellt. Wer hat den Titelsong zur deutschen Teenage Mutant, bei uns ja Hero Turtles, der Ninjas sind böse, gesungen? Und keiner hat darauf geantwortet. Das sagt mir, ihr seid zu jung oder ihr habt keine Ahnung von den Turtles. Ihr habt nochmal die Chance. Schreibt es in die Kommentare. Wer hat den Titelsong für die deutschen Teenage Mutant Hero Turtles gesungen? Einer hat es mir gesagt, aber persönlich. Zählt aber nicht. Nur Kommentare. Nein, es gibt nichts zu gewinnen. Aus. Wir spielen. The Hyperstone heißt. 1991 kam Konami mit einem mega geilen Turtles-Spiel auf dem Super Nintendo. Ein Prügler. Koop, Couch-Koop, mega viel Bock gemacht. Grafik einfach nur geil. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich mag Spiele, die mich so ein bisschen in die Samstagsmorgens Zeichentrick-Ära zurückbringen. Und die ganzen Sprites und alles, was da so ablief, das war halt ja, Zeichentrickfilm-Style. Super geil. Die Leute, die nur einen Mega Drive besaßen, die schauten ein bisschen in die Röhre. Denn für die gab es sowas eben nicht. Das gab es exklusiv für Super Nintendo. Aber Konami legte nach. Wie gesagt, Turtles in Time von 1991. Und Ende 92 kam dann Turtles The Hyperstone heißt für den Sega Mega Drive. Und das spielen wir jetzt nicht auf dem Mega Drive, sondern auf meiner, wie heißt die, Retro, Super Retro Trio Plus, auf der ich Mega Drive, NES und Super Nintendo Zeug zocken kann, was lässig ist. So machen Retro-Cons doch sehr viel Spaß. Starten wir mal. Hier steht 1993, also 1992 Ende ist es released worden. 93 dann wahrscheinlich. Ich habe hier eine deutsche Version dann in Deutschland. Ein Player machen wir mal. So, hier können wir natürlich auswählen. Wen haben wir denn da überhaupt? Das ist Leonardo, Mike, also Michelangelo, Donatello und Raphael. Ich bin ja mehr so der Raphael-Anhänger. Deswegen werde ich den wahrscheinlich nehmen, oder? Raffi. Ist natürlich auch ein Couch-Coop-Game. Ich glaube, das kann man aber nur zu zweit spielen. Genauso hat Turtles in Time doch auch angefangen, oder? Wie gesagt, ich wusste nur von diversen Testzeitschriften, dass das rauskam. Gespielt habe ich es nie. Wie das erste Mal. Das sieht nach Krang aus. Das ist Shredder. Nein, Shredder natürlich. War die nicht. Dimension X. And it's only a matter of time before I conquer the world. Ja klar. Turtles, I dare you to challenge me. Hey Shredder. Ah, verdammt. Ich komme nicht mit mit dem Lesen. Da hätte ich nämlich wieder so einen Effekt, hätten wir da drüber machen können. Ganz egal. Ich glaube, die Story ist hier wurscht. Die Freiheitsstatue ist weg. Miniaturisiert worden. Und das sieht doch schon sehr nach Turtles in Time aus. Allerdings ein bisschen mehr gritty. Ich habe aber allerdings jetzt keinen Vergleich. Kann man die nicht nehmen? Ich sollte irgendwas am
an der Steuerung ändern. Vielleicht. Also schönes Couch-Coop-Game. Zack. Schön Foot Clan wegrasieren. Wir hatten hier schon ein paar Spiele von dieser Art. Knights of the Round und Pirates. Ah, genau, das ist es. Pirates, nicht Pirates of the Caribbean. Pirates of Dark Water. Allah, der hat gesessen. Mann, wie habe ich den eben so gecatcht? Pizza. Okay, diese Dinger zeigen einem, dass irgendwo das Technodrome mitspielt, also Krang. Schade, ich hätte mir hier wirklich einen einladen müssen. Obwohl ich habe Turtles in Time haben wir natürlich öfter zu zweit gespielt, aber ehrlich gesagt hat mir das auch allein Bock gemacht. Und das war halt einfach so wie dieses jetzt habe ich den Laser getroffen. So wie dieses Spiel aufgebaut war und wie... Na, verdammt. Der Look. Jetzt kriege ich aber ziemlich auf die Mütze. Ah, okay. Das ist der super Kick. Das Problem ist, der zieht Energie ab, wenn ich den benutze. Das war ultra dämlich. Das hätte ich nämlich jetzt gebraucht für die Jungs, aber... Also bislang Standardgeprügel durch die Sewers von New York City, nichts Spezielles. Im ersten Eindruck, aber wie gesagt, es ist schon lange her, dass ich Turtles in Time gespielt habe. Sprites eigentlich ähnlich, oder... Hi. Sieht schon so aus, ne? Nur ein bisschen... grittier. Tatsächlich glaube ich, dass... okay. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne, die mir echt gut gefallen. Die ich auch in Turtles in Time mochte. Langsam könnten auch noch ein paar andere Gegner kommen. Gut spielen lässt sich. Es gab noch einen anderen Turtles-Brügler, nämlich auf dem NES, der war auch echt gut. Das war dann so die Blaupause für Turtles in Time, wo sie dann wirklich alles besser gemacht haben. Mir fällt aber gerade ein, ich habe keinen zweiten Controller. Ich habe noch einen Super Nintendo Controller. Den ich gerade benutze, ist der Controller des Super Retro Trio Plus. Der dürfte wohl für alles gehen. Aber der sitzt im Super Nintendo Slot drin. Also vielleicht funktionieren auch Super Nintendo Controller. Müsste man mal ausprobieren.
bin eher am Überlegen, wo wir es gerade vorhin vom Technodrom hatten. Das Teil von Crank. Oh, da darf man nicht rein, da stürzt man ab. Natürlich nur ich. Wo wir es vom Technodrom hatten. So heißt ja auch ein Format von uns. Und da wollte ich eigentlich dieses super. Das wird echt gut, also. Das Super Retro Trio Plus mal vorstellen. Ich würde mal persönlich, meine persönliche Meinung dazu ist, wirklich cool dazu, dadurch macht das der Gang zu den Retro Games Conventions doch Sinn und auch mehr Spaß, alte Module sich zu holen. Das ist halt alles Nostalgie, aber viele dieser Games haben tatsächlich noch Charme, die kann man heutzutage immer noch mal. Also ich gerade Knights of the Round, Pirates of Dark Water oder auch das hier. Kann ich mir das nicht vorstellen, nochmal mit Leuten zu zocken. Und gerade die Turtles, die haben natürlich einen besonderen Bonus. Da kann das Spiel auch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, mittelmäßiger sein. Wenn da Turtles ist. So geht es mir aber mit Star Wars Spielen auch. Ich müsste mal schauen, was es so an modernen Turtles Games gibt. Bin ich gar nicht so informiert. Okay, das hat er von alleine gemacht jetzt. Jetzt sind wir wieder im Abwasserkanal. Vielleicht der erste Level ein bisschen zu lang. Ich habe mir wohl jetzt, gerade wenn ich so ans Pacing von Streets of Rage denke, mir doch jetzt schon den Endgegner gewünscht. Apropos Streets of Rage, das ist etwas, was ich vermisst habe auf der E3. Denn da soll ja so ein Streets of Rage 4 kommen im Comic-Style. Gab's ja schon den Trailer dazu. Und da habe ich ultra Bock drauf. Und dachte eigentlich, das müsste bald kommen. Nix ist. Hat man nichts gesehen auf der E3. Dafür hat man Battletoads gesehen, das neue. Was wohl gar nicht so gut ankam. Boah, das sind Aliens, Alter. Das Charakterdesign, weiß ich nicht, ich will da noch nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt auch nicht den Riesenbezug zu Battletoads. Einfach mal abwarten, wenn es rauskommt, ob das genau so ein Spaß wird. Wenn es nicht so frustrierend schwer wird, wie beispielsweise die Super Nintendo Version. Die hat mir recht schnell keinen Spaß gemacht. Ich fand auch Level-Design generell. Ich wollte es lieben, Battletoads. Ullhead. Oh, ja. Den kenne ich. War der bei Turtles in Time dabei? Oh, ich habe kaum noch Erinnerung. Natürlich. Okay, jetzt bin ich gleich hin. Eine Pizza hätten sie mir mal spendieren können hier für diesen Kampf.
Nicht so viel schlagen, aber wir gehen mal hin. Wieder hin. Ziehe ich dem überhaupt was ab? Ah! Also nicht die, im Moment noch nicht die A-Riege. So wie Bebop und Rocksteady natürlich, oder Baxter Stockman. Baxter heißt er, glaube ich, ne? Einen Punkt hat er noch. Oh, das war's. War gar kein Aufstand. Wir biegen bei Japanisch auf. Text ist zu schnell weg. Okay, erster Eindruck. Ja, was will man machen? Es ist irgendwie noch nicht Turtles in Time vom Gefühl her. Aber als Mega Drive-Besitzer hatte man eben keine Alternative. Sowas gab es auch bei Turtles in Time. Dinger muss man wahrscheinlich einsammeln, dann kriegt man was Geiles. Oh, eine abgeräumt kriegt man. Gut reagiert. Yes. Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Piratenschiff angekommen und noch mehr Footgang-Leute zum Vermöbeln. Also ich weiß es nicht. War die Gegner auch so wenig abwechslungsreich? Klar, gab es nicht tausende von verschiedenen Jungs, aber hier gerade. Aber ein Blick ist es auf jeden Fall mal wert. Und vielleicht habt ihr ja noch einen Mega Drive zu Hause rumstehen. Habt mal Bock, das wieder anzuschließen. Kommt vielleicht über irgendwie Urlaub oder Feiertage mal irgendwann wieder in euer altes Spielzimmer nach Hause. Und da steht's. Und dann angeschmissen und los geht's. Auf jeden Fall toll wäre es auch, wenn ihr uns weiter unterstützen würdet. Was ich toll finde, ich habe mal ein bisschen in unsere Statistiken reingeschaut und unsere Videos werden doch ganz gerne geguckt. Also es wird auf jeden Fall nicht gleich abgeschaltet, was ja ein gutes Zeichen ist. Das, und das ist ja wirklich auch ein sehr wichtige Voraussetzung, um bei YouTube was zu reißen. Und das würden wir gerne. Uns macht es ja Spaß, einfach diese verschiedenen Formate. Oh. Okay.
Ich sehe es sogar nicht mal. Aber sowas kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Und dann, davon rede ich jetzt nicht, ein paar Euro für so ein Retro-Game auszugeben, sondern eben auch mal wegzufahren. Unser Wandertag-Format, das liegt uns ja sehr am Herzen. Und dass wir sehen, dass es sich auch lohnt. Wäre schön, wenn ihr ein bisschen was da lasst. Ein paar Likes. Das ist ganz einfach. Einfach nur auf diesen Daumen-Hoch-Button drücken. Kostet euch gar nichts. Und auch ein Abo bei uns kostet logischerweise nichts. Aber es unterstützt uns einfach. Und zeigt uns, dass es auch ein bisschen Sinn macht. Was haben wir denn eigentlich alles schon für Formate? Wir haben Retro Inferno. Was wir jetzt gerade. Nein, ich konnte nicht schnell genug springen. Retro Inferno, wir haben Lost Soccer. Ja, jetzt bin ich gleich tot, danke. Hopp, eine Pizza. Wir haben das Technodrom, wir haben den Robo-Vlog, wir haben Wandertag, wir haben Coons Kitchen, wir haben Robo-Kino. Wir haben schon Abwechslung da drin, oder? Die Robo-News haben wir. Bin gerade am Schauen, was ich dann so als nächstes beim Retro-Inferno mache. Aber gut, gegen die brauche ich das definitiv. Neue Gegner! Halte mich gut mit meinen zwei Pünktchen. Nein, jetzt bin ich in die falsche Richtung gesprungen. Machen wir bis zum Game Over, huh, würde ich sagen. Mal schauen, was ich demnächst mache. Es gibt immer noch ein Spiel, was ich gerne machen würde. Es ist ein NES-Spiel. Ich möchte jetzt nur nicht sagen, welches es ist. Ich merke aber, ich muss mich für dieses Spiel doch ein bisschen vorbereiten. Also, bei Turtles hatte ich jetzt nicht das Gefühl, vorher mal Probe zocken zu müssen. Ich fand es eigentlich spannender, das jetzt hier vor der Kamera das erste Mal zu spielen. Bei diesem NES-Titel würde ich aber mich vorher gerne ein bisschen vorbereiten. Oh, die Steinmenschen. Ja, genau da, wo ich bin, da fließen. Ja, das ist der Punkt, wo man wirklich noch einen Partner bräuchte. Man kann hier bei diesem Spiel natürlich einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Und auch die Anzahl der Leben und Continues, die eben Player 1 und 2 zur Verfügung stehen. Zack, erwischt. Also man hat auch dieselbe Move-Palette. Die Frage ist jetzt nur, die Story, die dahinter steckt. Also wir haben gesehen, dass Shredder die Freiheitsstatue geschrumpft hat.
Aber warum und wie und was wir da machen müssen, weiß ich jetzt nicht, ob das noch revealed wird. Aber ich kann es durchbrechen. Mit meinem Final. Die nächsten. Schnell, 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 das muss noch anhalten. Nein! Natürlich, weil ich vorhin ja gesagt habe, schreibt in die Kommentare rein. Das hilft uns natürlich auch. Vor allem gibt es das ein bisschen auch einen Anstoß. Findet ihr was findet ihr besonders gut oder was findet ihr schlecht? Und vielleicht habt ihr auch mal ein Tipp, welches Retro-Spiel wir hier spielen sollen, oder generell welches Spiel, ob wir mehr Let's Plays machen sollen, also tatsächlich nicht nur so ein angespielt, was wir meistens bei Lost Tokos machen. Oh, Rocksteady! Da ist A-Liga. Nicht nur in Lost Tokos, sondern ja, generell sollen wir da halt mal ein Spiel Let's Playen, komplett durchspielen. Nein, ich will die Pizza jetzt noch nicht. Oh. Und ich glaube, an dem beiße ich mir jetzt erstmal die Zähne aus. Geduldiger sein. Nein. Drei Stücke immer noch. Strategie, die ich gerade fahre. Nein! Einen hat er noch. Ich aber auch. Yes! Leute. Der beste Retro-Let's Player, den es gibt. A mysterious ghost ship hier. Gut, schauen wir uns mal an, wie es jetzt weitergeht. Scene 3. Shredders. Hideout. Also, ein kleines Fazit. Kann man dieses Spiel machen? Ich finde, ja. Sollte man es Turtles in Time bevorzugen? Nein, Turtles in Time ist schon besser. Es gibt mehr Sprachausgabe. Das war ja auch ziemlich geil bei Turtles in Time. Insgesamt die Grafik ist besser. Ich glaube, da kommt halt auch ein bisschen dem Super, das kommt dem ganzen Super Nintendo ein bisschen zugute, dass einfach die
etwas leistungsstärkere Konsole war. Es gab Spiele, die auf dem Mega Drive, fand ich, besser waren. Auch grafisch, da hat mir dann doch dieser gritty Look dann besser gefallen. Aber im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sagen, Super Nintendo war schon eine schöne Konsole und man konnte da mit ein bisschen mehr Ideen spielen, als hier bei The Hyperstone heißt. Auch mal wieder rauskramen. So, nehmen wir mal schnell die Pizza da oben. Ah, man konnte bei Turtles in Time auch rennen, oder? Okay, zweimal in die Richtung drücken, ne? Doch! Geht, auf L. Also die Move-Palette definitiv identisch. Mal gespannt, sind wieder am Basteln. Für einen neuen Turtles. Ach geil. Für einen neuen Turtles-Film. Nachdem die letzten ja nicht so gut ankamen. Ich muss sagen, ich wurde gut unterhalten, aber wenn ich die jetzt vergleiche mit dem Turtles-Film von, ich glaube, Ende der 80er war es, 89. Das war nicht nur eine simple Comic- oder Trickfilm-Umsetzung, also so ohne Tiefgang, wie jetzt die letzten beiden, sondern es waren echt gute Filme an sich. Also ich denke da immer an diese Szene mit Raphael in der Badewanne, als sie sich in diesem Haus im Wald versteckt haben, was Shredder da mit den Jugendlichen angestellt hat. Wie er die manipuliert hat. Also das war, ich fand das echt ein großartiger Film. Die Turtle-Jungs waren auch super geil gemacht. Also er hatte einfach wirklich eine Seele, einen Sinn und Zweck, eine Motivation. Shredder, der sich da im Untergrund was aufbaut, einfach mit einem Plan und nicht so gegen die Wand. Der hat sich, ich meine, wenn du... Ich möchte... Alter! Wenn du dir so eine Armee aufbaust und solche Kids trainierst, da kannst du ja auch nicht davon ausgehen. Ich kann nicht mehr diesen Sprung machen. Mein Sprungkick kann ich nicht mehr machen. Da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass die in 2 Wochen ready sind. Also da verfolgst du ja noch schon einen Plan und bist ein bisschen ein smarterer Kerl. Nee, hat mir wirklich super gefallen.
schaffe ich es jetzt noch zu Shredder? Also ich bin schon über der Zeit, die ich eigentlich immer einplane für so ein Retro-Inferno. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. In Orokusakis Hideout. Und ich meine, das ist auch so ein Beispiel. Orokusaki, das ist Shredders richtiger Name, dass mir der so im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe den wirklich nur in diesem alten Turtle-Film gehört. Jetzt habe ich natürlich keine Pizza mehr. Eine Pizza hätte ich jetzt aber schon Bock. Eine echte. Ah, die Dinger da hinten. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, wenigstens stehen sie nicht auf. Ja, aber die werden davon natürlich nicht getroffen, ne? Letztes Leben, oder? Fertig? Da ist er, die Pizza. Ein Bild weiter. Ich muss mich gerade mal konzentrieren. Denn die blocken fast alles ab. Jo, jetzt stehe ich nicht mehr auf. Das ist bestimmt Tatsu, oder? Ja, da steht's. Ich zu spät gesehen. Das ist Tatsu. Der war auch dabei in dem Turtles-Film. Shredders rechte Hand. Das war's. Ah, das ist sogar das Bild vom Turtles-Film. Nice. Das ist ja nett. Okay, fertig. Einblick in Turtles Hyperstone heißt, rennt zum zur nächsten Retro Games Con und schnappt euch dieses Spiel. Nee, ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Turtles in Time gefällt mir so im Side-by-Side etwas besser. Liegt allerdings auch an den Möglichkeiten der Konsole. Ansonsten schönes Spiel, schönes Retro-Gedaddel. Drückt auf den Like-Button, abonniert uns, schaut euch unsere Videos an, kommentiert das Ganze. Wir haben Bock und ja, es wird bestimmt noch einiges an neuem Zeug so kommen. Also, bis dann, ciao.